Minutes Left. Herzlich willkommen zu der Folge Nummer 79 von Dirty Minutes Left. Hallo Arne. Hallo Holger. Zum dritten, vierten Mal jetzt gerade, weil wir ein paar Audioprobleme haben, aber wir kriegen das schon irgendwie jetzt gelöst. Ja, offenbar macht das Mischpult ein paar Probleme. Naja, Prost. Genau, Prost. Jetzt musst du nochmal leider einen Schluck von dieser furchtbaren... Ja, wir trinken hier Mio Mio Mate mit 20 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter ungefähr. Ja. Die ist deutlich süßer, finde ich, als Clubmate. Ich finde sie total eklig und auch nicht süßer als Clubmate. Ich finde sie, ich glaube, sie schmeckt eher so wie Lidmate ungefähr. Ich finde, sie hat ein bisschen was von Traubensaft, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Ja, schmeckt irgendwie danach. Also jetzt nicht optisch. Sieht halt aus wie eine Mate. Ja. Genau. Ja, Arne, wo hast du die her? Die habe ich aus einem Laden in Dwergte, der hieß Koma, das fand ich sehr lustig. Ich wollte mich eigentlich so Planking-mäßig in die Eingangstür legen und ein Foto davon machen, mit dem Namen des Ladens drauf und dann twittern, jetzt bin ich ins Koma gefallen, aber es war dann doch zu aufwendig für den blöden Witz. Ja. Naja, zumindest habe ich das da hergeholt und... Habe ich schon mal über die neue Sportart geredet, die es gibt jetzt, Vertical Planking? Nee. Rumstehen? Genau. Das scheint mir nicht so spannend zu sein. fand ich aber sehr lustig. Vertical Pranking habe ich mal ausgedacht. Aber dann habe ich gesehen, das gibt es schon im Internet. Ah, na gut. Genau. Und du hast ja gesagt, die hat wenig Kohlenhydrate. Genau, sie hat ein bisschen weniger Kohlenhydrate als andere. Also zumindest als Cola. Da bin ich mir sicher, die haben immer so 12 bis 20 Gramm pro 100 Milliliter. Und die sicher hat nur 5,9. Ja. Und das ist relativ wenig. Okay, da kenne ich mich ja nicht so aus mit Kohlenhydraten. Ja, ich kenne mich ja mit Kohlenhydraten aus. Und, oh, großartige Überleitung, total spontan. Ich rede ja über Kohlenhydrate ab und zu, habe ich ein paar Mal schon hier gemacht, weil ich ja diese Diät mache, die Slow-Carb-Diät. Und damit habe ich erfolgreich schon 12 Kilo abgenommen. Und bin jetzt wieder dabei, wieder anzufangen, weil ich zwischendurch nämlich erfolgreich auch 5 Kilo wieder zugenommen hatte. Und darüber rede ich jetzt nicht mehr hier, sondern in einem anderen Podcast. Erinnerst du dich noch an Schlingel? Natürlich. Bastian Wölfle, schönen Gruß an dieser Stelle, der in Folge 73 hier ja zu Gast war. Und der hat nämlich einen Slow-Carb-Blog gehabt und hat ihn nun umgestellt von Englisch auf Deutsch und hat dazu einen Podcast ins Leben gerufen. Und das beides nennt sich 4 Hour Geeks. Und da redet ihr über Nicht-Essen. Und da reden wir über Essen. Also durchaus über Essen, weil wir ja relativ viel essen auch. So als Low-Carber isst man ja recht viel. Und da bin ich jetzt in der vierten Folge auch erstmalig dabei von diesem Podcast. Und das empfehle ich euch allen anzuhören. Ich habe es ja noch nicht gehört. Worüber redest du denn da? Ja, wir reden im Grunde über diese Diät und vor allem unsere Erfahrung damit. Weil wir sind halt 5, 6 Leute, die da mitmachen. Also 5, 6 Geeks quasi. Mhm. Und wir reden darüber, wie wir abgenommen haben und wie wir abnehmen wollen und was unsere Methoden sind und was funktioniert und was nicht funktioniert und geben quasi unseren Hörern Tipps, falls sie es selber mal probieren wollen. Im Blog findet man auch schon einige tolle Rezeptideen, von denen ich ehrlich gesagt noch keine ausprobiert habe, aber das Omelette habe ich zumindest abgewandelt versucht, was es da gab. Okay, ich habe ja auch abgenommen, das fand ich ein bisschen doof. Ich versuche ja zuzunehmen und habe abgenommen. Ja, hilft nichts. Weißt du, wieso? Weil ich mich bewegt habe. Ist ja absurd. Ich weiß es nicht. Ich muss mehr essen. Noch mehr Burger, noch mehr Fastfood essen, als ich sowieso schon esse. Komisches Volk, diese Beweger. Ja. Ich bin ja kein Sportler. Also ich mache ganz selten und auch nicht sonderlich gerne Sport. Aber abnehmen ist trotzdem toll. Ja. Geht auch ohne. Geht auch ohne, ja. Geht aber mit viel zu schnell leider. Also ich habe das Problem, dass ich gerne 10 Kilo zunehmen würde. Und jetzt 2 Kilo abgenommen habe. Zunehmen ist auch kein Problem. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Für dich vielleicht. Ja. Weil du die falschen Methoden verwendest. Essen. Ja, dann isst du die falschen Dinge. Chips, Cheeseburger, Pizza. Ich trinke Cola. Das reicht wohl noch nicht. Du musst mehr essen. Ja, ich merke schon. Vielleicht solltest du auch zugunsten von Muskeln einfach mehr trainieren. Also nicht Sport machen, nicht Ausdauersport, so wie Schwimmen
sondern Muskelaufbausport. Naja, kein also Bock. Training halt. Ist zu langweilig. Naja, gut, aber dann nimmst du auch zu. Ja, aber ich finde das langweilig. Egal. Was ich auch ein bisschen langweilig fand, ich war mal wieder im Kino, darüber berichte ich ja auch mal sehr gerne. Berichtigst du dich gerade? Ja, ich berichtige mich gerne. Und zwar in Safe Haven, ein Film, der in der Sneak lief, der ist so ein Liebesfilm mit so ein bisschen Thriller-Anteil oder so ein bisschen Krimi-Anteil drin, aber nur ganz klein bisschen, aber viel, viel Liebesfilm und so. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil das ist, da ist ein, wie du sagen würdest, Twist drin in diesem Film. Ein Twist? Ein Twist. Aber ich hab mich tatsächlich bei dem Film verliebt. Du hast in dich Juliane Hough. In Juliane Hough? Genau. H-O-U-G-H. Die spielt da die Hauptrolle und die, oh, sieht ganz nett aus. Und es wirkt auch ganz sympathisch. Aber da spielt auch hier mit. Ich sehe schon, die ist bekannt aus überhaupt nichts. Genau, die ist bekannt aus überhaupt nichts. Robin von How I Met Your Mother, die spielt auch mit. Ah. So eine Nebenrolle, würde ich sagen. Ja, sie taucht schon sehr häufig auf. Ja, halt, nee, aber eine Nebenrolle halt. Aber diese Juliane, die ist auch irgendwie so eine Country-Sängerin. Ich habe mir das vorhin mal angehört. Hört sich schrecklich an. Ist Country denn sonst deine Musik? Nee. Ja, das erklärt vielleicht das. Also so ein bisschen, also kommt drauf an. So ein bisschen vielleicht. Also der Film war jetzt nicht so super schlecht, ne, dass sie herausgegangen wäre im Film. Aber ja, kann man sich angucken, muss man nicht. Das ist irgendeine Verfilmung von irgendeinem bekannten Roman. Also ich habe jemandem das erzählt hier, ich habe den und den Film gesehen und oh, hier, das ist doch die Verfilmung von Lasse Hallström. Genau, so heißt der Typ. Und dann, ja, ist bestimmt aber. Ja, okay. Drama sagt mir jetzt auch nichts. Drama Mystery Romance steht dabei. Läuft, ja. Hat 6,3 Meter im Bein. Würdest du den nur empfehlen? Du meinst gerade, er sei vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, ist halt so ein Liebesfilm. Also kann man sich mit seiner Freundin oder so angucken, bestimmt. Ist also kein Twist darin, wo plötzlich alle Aliens sind. Was man sich nicht unbedingt mit seiner unbedarften Freundin angucken soll. Nein. So ein Twist ist da nicht drin. Okay, also ein langweiliger Twist. Ja. Also mein Film war es nicht. Okay. Ich habe auch ein paar Mal überlegt, ob ich rausgehe, aber ich habe eigentlich gedacht, ich gehe nur bei Filmen raus, die total scheiße sind und so. Richtig total scheiße war halt nicht. Na gut. Ja. Was ich auch noch gesehen habe, was viel besser war, war TPB AFK. The Pirate Bay Away from Keyboard. Das ist ein Film, der die Pirate Bay Verhandlungen in Schweden quasi dokumentiert. Die wurden ja irgendwie, oder es ist ja immer noch nicht so ganz bei der letzten Instanz angekommen. Die reden dort, also die verhandeln sie halt mit der Filmindustrie. Jetzt machst du extra Geräusche mit deinem Bein, weil du mich verunsichern willst. Ja, genau. Vor allen Dingen sau ich auch rum mit dem Bein. Ja, dann gebe ich dir gleich einen Feudel und kannst meine Wohnung wischen. Ha! Nee, die hat nichts abgekriegt. Das ist auf meiner Hose gelandet. Verdammt. Naja, auf jeden Fall, der Film heißt halt The Pirate Bay Away from Keyboard. Und weißt du, warum? Ich glaube, das wurde jetzt inzwischen schon in 20.000 Podcasts erzählt. Es ist doch total eindeutig, warum. Ich meine, ich habe von dem Film noch nie was gehört, aber Away from Keyboard heißt ja, dass man sich diesen Film offensichtlich nicht am Rechner anguckt, sondern irgendwo am Fernseher. Nein, falsch. Also in der Gerichtsverhandlung wird der eine gefragt, wann die sich das erste Mal IRL getroffen haben, also in real life. Und da meinte er, diesen Begriff in real life verwenden sie nicht. Sie sagen stattdessen away from keyboard, weil sie das Internet halt für real halten. Und deswegen heißt der Film AFK. Er hätte also auch IRL heißen können. Nee, weil IRL benutzen sie ja nicht. Naja, aber wenn sie das Internet für real halten, ist ja das auch deren echtes Leben. Also, naja, was soll's. Genau, was soll's. Ja, und eigentlich, Arne, hatten wir uns ja heute ein bisschen früher verabredet. Genau, weil eigentlich nämlich ein ganz großartiges Event geplant war. Aber lass uns den Spoiler noch ein bisschen aufheben. Ich habe noch einen Nachtrag zu machen von der letzten Woche. Okay.
Da habe ich ja erzählt von dem Kickstarter-Projekt zu Wild Man, der Firma Gas Powered Games, die mein Lieblingsspiel Supreme Commander gemacht haben. Und die hatten ja diese Kickstarter-Geschichte und haben sie dann frühzeitig abgebrochen. Da hast du gesagt, ich verstehe gar nicht, warum man das frühzeitig abbricht. Und inzwischen ist aufgeklärt worden, warum sie es frühzeitig abgebrochen haben, weil die nämlich einfach aufgekauft worden sind. Okay. Da ist die Firma hingegangen, irgendeine russische Firma, die so Wargaming-Spiele gemacht hat. Also die World of Tanks und World of Airplanes und so. Und World of Warcraft? Nee, das war was anderes. Und die haben jetzt einfach Gas Powered Games mal komplett gekauft. Okay. Wie das jetzt weitergeht, wissen wir alle nicht. Aber das war zumindest der Grund, warum die Kickstarter-Kampagne abgewürgt wurde. Okay. Und das hat er auch vorhergesehen, der Gas Powered Games Mensch. Und hat es hat auch schon angeteasert, dass es was Tolles werden wird demnächst. Und jetzt ist es quasi so gekommen. Okay, naja. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema zurück. Genau, wir hatten ja eigentlich erzählt, dass heute um 18 Uhr deutscher Zeit der PlayStation Event stattfindet, wo die Zukunft der PlayStation gezeigt wird. Aber wir haben uns verrechnet. Ja, aber nur um 6 Stunden. Genau, das wird nämlich leider heute Nacht um 24 Uhr gezeigt und das so lange habe ich keine Lust aufzubleiben. Ich eigentlich auch nicht. Genau, und deswegen haben wir jetzt einfach auch schon ein bisschen früher angefangen zu senden und werden dann vielleicht wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen über diesen PlayStation-Event berichten und unsere Gedanken dazu. Aber diese Gelegenheit nutzen wir jetzt, um ein bisschen über die Gerüchte zu reden. Die kann man dann gleich heute Nacht oder morgen früh überprüfen. Also die Veranstaltung heißt ja die Zukunft der PlayStation oder so. Genau. Ich weiß nicht, ob sie es deutsch benennen, aber die PlayStation ist ja momentan die PlayStation 3. Richtig. Und ich nehme mal an, dass sie die Zukunft der PlayStation 3 relativ kurz sehen werden. Ja, also es wird vermutet, dass sie halt eine PlayStation 4 dann vorstellen. Also ich habe ja auch die PlayStation 3 hier rumstehen und die PlayStation 1, also die erste. Ich habe passend dazu zu Hause die zweite. Ja, die haben wir bei meinen Eltern stehen. Auf jeden Fall gibt es ja ein paar Gerüchte, was diese PlayStation 3 haben wird. Da hast du dir ja Gedanken gemacht und die waren ja irgendwie so deckungsgleich mit den generellen Gründen, Ideen. Also ich habe meine erste Vermutung ist, dass die Konsole viel zu teuer werden wird. Wie alle Konsolen, wenn sie rauskommen. Ja. Das zweite Gerücht ist, dass sie keine Medien mehr haben. Nämlich nur noch alles über Streaming. Das heißt, du lädst dir die Spiele runter, also wird eine riesen Festplatte drin sein, dann lädst du dir die Spiele runter und spielst die und möglicherweise, habe ich auch tatsächlich ein Gerücht gelesen, werden die Spiele auch direkt gestreamt. So wie bei OnLive. Genau. OnLive war dieser Spieleservice in den USA, der jetzt irgendwie insolvent ist, wo du halt gar keine Konsole mehr zu Hause hast, sondern nur noch so ein, wie früher eigentlich. Früher hatte man ja so eine Set-Top-Box. Ja, früher hatte man ja in Firmen Server und Clients und hat sich mit seinem Terminal nur angemeldet auf dem Server und hat dann quasi nur remote auf dem Server gearbeitet. Mhm. Und genauso ähnlich ist auch dieses OnLive-System. Also man meldet sich quasi mit seinem kleinen Kasten, den man zu Hause hat, auf dem Server an und kann dann alle Spiele, die dort in diesem System verfügbar sind, spielen direkt. Man hat so eine Monatsgebühr und kann für diese Monatsgebühr alles spielen. Ja, das wird es bei der PlayStation 4 auf keinen Fall geben. Also eine Monatsgebühr, glaube ich, wird es nicht geben. So eine Spiele-Flatrate. Sondern, nee, noch nicht mal das. Sondern ich nehme an, du kaufst die Spiele vielleicht bundleweise, aber in jedem Fall einzeln. Ich glaub, und dann lädst du sie dir runter, oder was? Und dann lädst du sie halt runter und spielst sie. Vielleicht kannst du die Spiele auch einzeln mieten. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Das wird sich nachher alles zeigen. Aber ich gehe davon aus, dass wir Spiele gestreamt sehen werden. Und dass wir Spiele ohne Medien verkauft sehen werden. Ja, das Problem bei Spielen ohne Medien ist ja, wenn halt irgendwann die Server wegfallen. Also deswegen kaufe ich auch wenig Filme online. Und Musik kaufe ich inzwischen online, weil die halt normale MP3 sind. Aber Filme haben ja auch meist so ein DRM dahinter. Und du brauchst halt meist irgendwie eine Authentifizierung deines Gerätes oder so. Also entweder beim Abspielen oder wenigstens einmal, wenn du ein neues Gerät hast. Und da ich ja bei Spielen sehr gerne alte Spiele spiele, also ich spiele jetzt nur irgendwie NES und Super NES und sowas, dann
würde ich die Gefahr sehen, dass ich halt in 20 Jahren nicht mehr die heute aktuellen Spiele spielen kann. Also wenn ich jetzt in 20 Jahren das GTA 5 oder 6 spielen möchte, geht das halt nicht mehr, weil ich diesen Verifizierungsserver, weil der ist nee, halt. Du sprichst von einem anderen Konzept. Ich habe bislang noch nichts von DRM gesagt. Was du meinst, ist, dass alle Spiele quasi nur online gespielt werden können, also während man online ist oder zumindest nee, muss aber, man das Spiel online starten. Aber auch wenn ich jetzt mir ein Spiel auf einer Platte kaufe und die Platte raucht oder ich zum Runterladen kaufe und die Platte raucht mehr ab, dann kann ich ja wahrscheinlich nochmal runterladen. Das kann ich aber in 20 Jahren nicht nochmal. Ich kann auch in 20 Jahren nicht auf den Flohmarkt gehen und mir ein altes Spiel kaufen. Das geht halt auch nicht. Und deswegen glaube ich halt, dass das für mich nichts ist. Alte Spiele ist noch ein neues Thema. Also du kannst ja, theoretisch können sie ja eine Platte verkaufen, die, was ich, 4 Gigabyte groß ist, wo auf jeden Fall genügend Spiele drauf passen. Und dann kaufst Terabyte. Du die Spiele. Terabyte. Also Byte meine ich, ne? Bit. Genau, 4 Bit groß. Und dann kaufst du die Spiele und dann bleiben die auf deiner Festplatte. Es heißt ja noch nicht, dass du die Spiele online verifizieren musst, um sie dann zu spielen. Sondern es kann ja sein, dass die irgendwie hart gecodet werden an deine PlayStation und dann hast du sie halt. Dann musst du sie auch nie wieder neu runterladen. Ich nehme sogar an, das ist wahrscheinlich auch deswegen logisch, das so zu machen, weil die Breitbandanbindung, die man braucht, um die Spiele komplett zu streamen, die gibt's nicht überall. Und wenn man quasi darauf setzt, wenn man das braucht, dann fällt 95% der Welt weg als Spielobjekt und dementsprechend als Käuferschicht für die PlayStation 4. Ja, aber wenn du halt kein DRM-System reinpackst, dann kopieren die Leute sich die Spiele halt. Und auch wenn du jetzt die Konsolen, die rauchen halt ab, genauso wie das ja bei der Xbox auch haufenweise diesen Blue Ring of Death, wie das Ding hieß, gehabt. Also an die Konsolen gekoppelte Spiele ist ganz schlecht. Ja gut, aber sieht man schon bei den heruntergeladenen Wii-Spielen, da hat man ja schon Probleme, die auf eine Wii U zu bekommen. Was wir runter. Okay. Man kann ja für die Wii sich auch Spiele runterladen. Ach so, Virtual Console-Dinger. Ja. Und da haben auch schon genug Leute Probleme gehabt, die auf die Wii U zu kopieren, obwohl es die ganzen Verifizierungsserver und was es eigentlich alles gibt, alles noch. Also das ist, finde ich, auf jeden Fall nicht zukunftssicher. Ich finde es auch furchtbar, muss ich sagen. Aber die werden auf jeden Fall irgendwas mit, also wenn die das mit Streaming anbieten, dann werden sie auch DRM machen. Möglicherweise muss man online sein, um das Spiel zu starten. Tja, wissen wir nicht. Nee, also aber wenn das so eine online, nur online und man keine Medienspiele kaufen kann, obwohl ich ja eigentlich Medien, jedenfalls zum Beispiel bei Musik, nicht so gerne mag, aber für Spiele finde ich es halt immer noch sehr gut, weil man gebraucht Spiele kaufen kann. Das wollen sie natürlich sicherlich verhindern, das machen sie ja heutzutage schon irgendwie mit irgendwelchen Codes, die man noch braucht, um sich die Spiele freizuschalten oder irgendwelche Zusatzinhalte. Also ich gehe davon aus, dass die PlayStation 4, wenn sie denn so heißt, dass die keinen Gebrauchtmarkt haben wird. Ja, und dann kaufe ich sie nicht. Genau. Und dann wird das auch der Tod von Sony sein, weil ich sie nicht kaufe. Naja, nicht unbedingt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie die PlayStation 3 einfach weiterfahren und die PlayStation 4 quasi das Streaming-Zusatzprodukt ist, was du haben sollst. Wo du dann deine Spiele irgendwie für eine monatliche Gebühr streamst. Also, so, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Werden ja die, also, okay, die, man verkaufen ja auch noch die PlayStation 2 immer noch. Richtig, genau. Ja. Denn, also, ich weiß nicht, ich glaube, mehr Grafikpower als in der PlayStation 3 drin ist, braucht man nicht unbedingt. Ja, doch. Ja, okay, also, so aktuelle Spiele wie Need for Speed Most Wanted sehen natürlich schon ganz geil aus. Aber ich glaube, das ist auch wirklich schon am Limit der Konsole. Was du vielleicht brauchen könntest, ist mehr, also für nicht mehr Power, nicht für Grafik, sondern für Berechnung von KI zum Beispiel oder für Berechnung von virtuellen Umgebungen zum Beispiel oder für schnellere Berechnung von virtuellen Umgebungen oder dergleichen. Ich weiß es nicht. Naja, wissen wir nicht. Ja. Du hast ja keine PlayStation 3, du hast ja eine Xbox. Richtig. Was kommt denn da Neues dieses Jahr? Gibt es da schon Gerüchte? Soweit ich weiß, gibt es kein Gerücht, was Microsoft überhaupt plant. Aber die werden irgendwann eine neue Konsole rausbringen. Und Nintendo hat ja jetzt letztes Jahr eine veröffentlicht. Die war eher... Hat auch keiner gemerkt, ne? Nee, die haben jetzt... haben viele gemerkt. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich sie mir kaufen soll. Aber irgendwie bin ich da nicht so ganz von überzeugt mit diesen zwei Bildschirmen.
Und das war jetzt auch wohl irgendwie die schlecht verkaufteste Konsole in den USA. Die haben irgendwie nur 50.000 Geräte im Januar verkauft oder sowas. Die haben 100.000 Geräte verkauft. Oder 100. Wohingegen die Xbox 360 280.000 verkauft hat. Ja. Also im Januar. Eine alte, eine deutlich also eine acht Jahre alte Konsole hat sich quasi fast dreimal so gut verkauft, ja, wie die brandneue Wii U. Ubisoft hat ja da Exklusivtitel für veröffentlicht und haben auch jetzt angekündigt, dass sie das nie wieder machen werden, weil das einfach nicht lohnt. Ja. Ich nehme mal an, dass das die letzte Konsole von Nintendo ist. So wie Dreamcast die letzte Konsole von Sega war. Und dann, richtig. Die Dreamcast war ähnlich geil wie die Wii U, aber es gab einfach kaum gute Software dafür. Ja. Und ich würde es vielleicht gar nicht so schlecht finden. Denn damit fällt ja Nintendo als Konsolenplayer aus, dann was ich überhaupt nicht schade finde. Dann würde es endlich super, also das hat man ja beim Tod von Konsolenhersteller Sega gesehen, dass sie dann Sonic auf die anderen Konsolen gebracht haben. Genau. Und genau sowas könnte dann ja auch passieren, dass man dann Mario auf der PlayStation findet. Genau, richtig. Oder Zelda auf der Xbox. Oder auf der PlayStation. Und auf der PlayStation. Ja. Und auf dem Apple iPhone oder so. Das wäre interessant. Also Mario auf dem iPhone? Was würd ich da? Also ich nehme mal an, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Nintendo einfach... Ich meine, die waren hardware-technisch sowieso immer eher am unteren Limit. Mhm. Was mich auch jedes Mal gestört hat, als ich den 3DS in die Hand genommen habe, als der brandneu rauskam, da habe ich gedacht, ja, es ist jetzt einfach kein geiles Stück Technik. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber du hast ja einen, ne? Inzwischen habe ich ihn einen, weil er mir quasi nachgeschmissen wurde. Benutzt du den noch viel? Ja, regelmäßig. Nicht unbedingt ich, aber Angela hat den alle Nase lang mit. Und spielt dann My Little Pony. Nein. Und spielt dann Mario Kart. Ja, das sind auch die einzigen Spiele, die man haben möchte. Also Super Nintendo-Spiele. Super Mario Bros., Zelda und Mario Kart. Also genau, ja. Braucht man so ja. Und aus. Metroid noch. Aber das waren mehr Spiele braucht man ja nicht. Richtig. Von Nintendo. Richtig. Und das ist auch ein bisschen bedauerlich. Und deswegen eine Konsole kaufen, es lohnt sich einfach nicht. Ja, was hältst du denn von dieser Ouya? Weiß ich nicht. Das war diese Android-Konsole, die gekickstartet wurde. Genau, das ist so eine Konsole, die offenbar sehr günstig verkauft wird und dafür irgendwie jedes Jahr eine neue Hardware-Konfiguration rauskommen soll. Ja. Und dann soll man sich alle Nase lang quasi eine neue Version kaufen und das halte ich für kompletten Quatsch. Naja, also ich weiß, also es ist einfach, das, was ich gehört habe, ist halt, dass es eine Konsole ist, die halt Android hat und da kannst du halt relativ einfach Spiele drauf programmieren. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass du halt für die ganzen Konsolen nichts programmieren kannst selber, sondern dass das halt immer... Kannst du schon, aber so ein Entwickler-Kit kostet dann halt $1,500. Ja, wenn du das für den Preis überhaupt bekommst. Ja, ja, richtig. Du musst dich wahrscheinlich erst anmelden und dann musst du dann auch noch fies Geld für bezahlen. Deswegen ist ja, zumindest hat Sony das irgendwann gesagt, der dritte große Player, der wahrscheinlich demnächst in den Markt eindringen wird, nicht Nintendo, sondern Apple. Denn die haben leistungsfähige Hardware, die haben die technischen Möglichkeiten inzwischen. Und es gibt wahnsinnig viele Entwickler dafür. Und deswegen halte ich das auch für realistisch, dass Apple einfach irgendwann sagt, so, wir haben jetzt hier übrigens den Apple TV, den ihr fast alle unterm Fernseher stehen habt. Und damit könnt ihr jetzt auch Konsolenspiele spielen. Und wir nennen das Ding jetzt Pippin 2. Apple Pippin. Kennst du nicht? Nee. Das ist die Spielekonsole von Apple. Die kam 1995 auf den Markt. 95, 96. Habe ich noch nie von gehört. Ja, war halt eine nicht erfolgreiche Spielekonsole von Apple. Okay. Und Bandai zusammen, glaube ich. Aber hatte halt das Apple-Logo, glaube ich. Naja. Nee, Apple hat ja auch mal Kameras rausgebracht. Die Quickshot. Ja. Ja, ja, und Drucker und Scanner und all möglichen Kram. Ja, das ist die stationäre Videospielekonsole der fünften Generation. Oh, der fünften Generation? Ja. Also. In welcher sind wir denn jetzt? Neunte? Naja. Warte mal, ich meine, jetzt kannst du. Da, Bandai Pippin. Apple Bandai Pippin. Fünfte Generation, wo steht denn? Kann man hier nicht gucken. Naja, was soll's. Also, ich glaube, das war genau. PlayStation, Sega Saturn, der Bereich war der N64, so in dem Zeitalter. Da hat Apple schon eine Spielekonsole rausgebracht. Ja, die dann untergegangen ist. Genau. Ja, das kann man ja machen. Es gab irgendwie 5, 6 Spiele dafür. von Bungie und das war's. Okay.
Also nicht sehr erfolgreich. Aber natürlich so eine wie heißt das? Mirroring hätte ich jetzt gesagt. Airplay. Wenn da sich die Verzögerung, also die Reaktionszeit noch so ein bisschen verbessert, dann kann man da, glaube ich, auch ganz nett Spiele auf dem Apple TV quasi spielen, die halt auf dem Phone laufen. Also das kann man ja heutzutage schon, aber so für richtige Actionspiele, wo du halt Millisekunden genau quasi spielen musst, geht das ja noch nicht so gut. Das ist richtig. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, so für kleine Minigame, Minispiele reicht das ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach den Apple TV als ausführende Plattform quasi fahren und nur noch einen Controller dranhängen. Ich meine, der Apple TV hat seit der zweiten Generation hat er einen Bluetooth-Chip drin, der bislang nicht benutzt wird. Seit dem neuesten Update kannst du eine Tastatur dran schließen und damit dann irgendwas machen. Aber es ist natürlich auch eine Idee, das einfach als Controller-Port zu verwenden und da dann einen Bluetooth-Controller dran zu hängen. Das iPhone als Controller. Es funktioniert nicht. Also ich glaube, es funktioniert für Fernsehspiele nicht. Ich meine, die haben diese Technik jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr. Mhm. Und es gibt wie viele Spiele dafür? 20 vielleicht? Also so wahnsinnig viele sind es nicht. Wofür? Um die am iPhone zu spielen auf dem Fernseher. Okay, ja. Oder am iPad auf dem Fernseher. Ja, du kannst ja quasi weil das einfach nicht so nicht gut funktioniert mit dem Controller. Also ich würde mir wünschen, dass Apple irgendwann einfach einen Controller auf den Markt schmeißt für x Dollar. Und sagt hier, damit ist es euer Apple TV eine Konsole. Ich habe doch diesen 8-Bit-T-Controller. Ja, zum Beispiel sowas. Aber ich nehme mal an, dass der dann aussehen wird wie der Xbox-Controller. Denn alle kopieren ja jetzt den Xbox-Controller. Inklusive Nintendo. Ja. Sony will auch einen neuen Controller vorstellen. Ich habe so ein Hörnchen gesehen. Aber es war, glaube ich, nur ein Mockup. Ich weiß es nicht. Die haben ja auch quasi schon seit der ersten PlayStation den gleichen Controller. Dann kamen nochmal noch zwei Sticks dazu und so und der Six-Axis-Steuerung, aber eigentlich ist es das Gleiche. Ja, ich mag den nicht. Aber es macht ja auch nichts. Also ja. Neuen Controller, warum nicht? Beste Controller ist sowieso noch der von der Dreamcast. Ich muss ja sagen, ich finde den besten Controller ist der Classic-Controller von der Wii. Den finde ich gut. Classic oder Classic Pro? Classic. Aber ich mag auch den Xbox 360-Controller gern. Und den Xbox-Controller, den Xbox Small-Controller. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Erzähl mal weiter. Holger kramt gerade in seiner Kiste mit wahnsinnig vielen Tastaturen, Kabeln, Konsolen-Controller. Konsolen-Controller hauptsächlich. Oh, Bongos. Genau den meine ich. Den finde ich zum einen schick, zum anderen ist er klein. Das heißt, den kannst du auch problemlos verpacken. Verstauen und er fasst sich gut ein. Das Einzige, was dem fehlt, diesem Exemplar jetzt, ist ja, ich weiß, dass es die noch mit Hörnchen gibt, aber... Genau. Mit Hörnchen ist das der Classic Pro. Der ist ein bisschen besser als der Classic, finde ich. Ja, aber der ist halt größer. Kannst du nicht so gut verpacken. Außerdem hat er keine Vibration, was mir fehlt. Und der müsste natürlich, um da Funktechnik reinzutun, müsste der wahrscheinlich noch ein Stück dicker sein oder so. Nö, das braucht er nicht. Ja, bei Nintendo-Technik schon. Bluetooth-Chip, der ist ja nicht fliegt ja nichts. Ich weiß gerade, ja, stimmt. Aber du musst ja auch dann noch Batterien reinschmeißen. Ja, ja. Oder ein Akku, aber ja, das finde ich. So wie man Nintendo dann kennt, ist es ein Akku, der nicht hält. Ja, oder ein Kabel. Ja. Mit anderthalb Metern Länge. Oder so. Ja. Also dann meinst du, Nintendo verliegt vom Konsolenmarkt und Apple gestartet? Das denke ich mal. Es ist schon lange überfällig, dass Apple auf den Fernseher springt. Es wird ja auch lange schon gerüchtet, dass es ein iTV gibt und dass es dass ein neues Apple TV rauskommt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wann wir davon was hören werden. Juni ist ja immer so der Termin für neue Apple-Ankündigungen nach den... die haben auch schon im März Dinge angekündigt. Ja, da kann sie nicht so verlassen. Ja, was soll's. Also wir werden es erfahren, wenn es was gibt. Ja. Wahrscheinlich nicht früher bei Apple. Ja. Ich wüsste also höchstens, wenn die wirklich was ganz Neues ankündigen, also wie eine Spielekonsole, dann bei der WWDC. Denke ich. Im Januar. Nee, Juli, Ende Juli. Ah. Oder Juli, August? Juli. Juli, glaube ich. WWDC ist mal Juli. Juni, Juli.
Ich hätte ich weiß Juni nicht. Getippt. Ich weiß naja, nicht. Was soll's. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn die halt Developer dafür bekommen wollen, weil das ist ja das Wichtigste, dass du halt Entwickler drauf hast auf den Konsolen. Ja, richtig. Wobei ich annehme, dass die auch schnell genügend Developer kriegen. Ja, wahrscheinlich werden sie es auch so machen, dass du quasi wieder die gleiche App kaufst, die du auf das iPhone schon kaufst, die dann halt auch noch auf dem Apple TV läuft. Vielleicht. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Du brauchst da schon eine andere Anwendung für. Ja, du musst die halt anpassen, aber... Ja, eben. Na, ich weiß es nicht. Also das ist schon... Es ist nicht so einfach, sonst hätten sie schon längst gemacht. Das wird irgendeinen Grund haben, warum es keinen App Store gibt auf dem Apple TV. Abgesehen davon, dass der nur 8 GB Speicher hat inzwischen. Ja, den könnte man ja vergrößern, aber das ist ja auch... Weiß ich nicht. Ja, der war ja größer, aber dann haben sie ihn verkleinert aus Gründen. Ja, du meinst die Warmhalteplatte? Ja, genau. Das weiße Ding. Das Stöfchen. Weiß, nee, es war Silber. Ja, das Silber. Ja, stimmt, weiß war das AirPod. Wie ich. Genau, die AirPod Extreme ist weiß. Genau, ja. Tja, Arne. Und hier, Handheld-Konsolen gab es ja früher auch mehr als es heute. Also heute zwar gibt es ja hier PS Vita, die ist ja schon so ein bisschen hauptsächlich Download-Spiele. Die PS Vita ist ja komplett eingegangen. Die ist ja auf der E3 letztes Jahr, ja. Gab es für die PS Vita überhaupt nichts zu sehen. Eine neue Konsole von Sony und es gab gar nichts Relevantes für die PS Vita zu sehen. PS Vita ist ja eigentlich auch quasi nur so eine weitergemachte PlayStation Portable, ne? Richtig. Nur halt hauptsächlich mit Download-Spielen. Nur mit allen Möglichkeiten und keiner nutzt sie. Ich hab ja... Also total traurig, das Ding. Tatsächlich, so Handheld-Spiele spiele ich ja gar nicht. Ich schon. Ab und zu mal. Also PS Vita kostet 200 €. Ja, aber wofür? Es gibt keinen relevanten Exklusivtitel dafür. Also Little Big Planet. Ja gut, aber Little Big Planet gibt es auch für die PlayStation 3. Gibt es auch für die PSP, soweit ich weiß. Ja. Also, ne? Tja. Und, ja, 3DS hast du schon gesagt, ja, ist nicht so gut. Ja, 3DS halt ist halt auch veraltete Technik, als es auf den Markt kam. Ich hoffe, dass Nintendo irgendwann mal eine schnelle, moderne, lang Akku haltende Handheld-Konsole auf den Markt bringt. Am besten abwärtskompatibel zu allem, was sie hatten. Das ist ja der 3DS fast. Ja. Also das finde ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also eigentlich benutzt du, also ja doch, du die benutzt aber... Was benutzt du? Die meistgespielte Konsole zurzeit sind ja tatsächlich die Apple-Geräte. Also jedenfalls. Richtig, ja. Für so kleine Spiele, also ja. Im Chat sehe ich gerade Olli, ja, das hier, iPad ja auch. iPad als Handheld-Konsole. Ja, richtig. Finde ich schon so ein bisschen zu groß. Also ich hab mein iPad, das ich ja hatte, immer nur zu Hause, also hauptsächlich zu Hause benutzt. Und mein Handheld ist halt mein iPhone und da spiele ich halt tatsächlich nur so Minispiele. Also hauptsächlich irgendwelche Brettspielumsetzungen. Jetzt habe ich mir gerade Ticket to Ride gekauft. Das gab's auch kostenlos. Dann habe ich es halt vielleicht kostenlos, ich weiß es nicht mehr. Und halt so Angry Birds und so ein Scheiß und Carcassonne halt, ne? Und Kram spielt man halt. Oder ich jedenfalls. Mit dem iPad hast du aber auch nur zu Hause gespielt, ne? Mit dem iPad habe ich fast gar nicht gespielt. Also auch nur so Carcassonne und sowas, ne? Halt gar nicht. Aber auch so, ich habe mir dann mal, gab es irgendwie kostenlosen 3D-Shooter oder irgendwie für 70 Cent oder 80 Cent oder sowas. Aber die habe ich auch nie wirklich gespielt. Also da spiele ich tatsächlich lieber richtig mit Knöpfen. Ich habe auch festgestellt, dass ich auf dem iPhone gerne so Puzzlespiele spiele und irgendwelche Verschieberätsel und so. Oder halt Brettspielumsetzung. Aber alles, was man quasi auch am Fernseher spielen würde, das spiele ich auf dem iPhone nicht. Also es gibt so viele Spiele, auch so PC-Spielumsetzungen, Command & Conquer zum Beispiel gibt es. Ja. Oder es gibt irgendwelche 3D-Shooter oder irgendwelche Rollenspiele oder so. Das spiele ich alles nicht. Ich spiele noch hier. Ich habe da zwar relativ viele von, aber ich spiele das alles nicht, weil ich finde, das ist einfach nicht die richtige Plattform dafür. Autorennspiele spiele ich noch ein paar. Also abgesehen davon stört es mich auch, dass es einfach keine vernünftige Steuerung gibt. Wenn es eine brauchbare Steuerung gibt, weil ich finde einfach so 3D-Shooter, die spielen sich auf einem Touchpad bescheuert. Ja. Das stimmt. Und es wundert mich ja, dass es halt, das noch das, oder es haben ja schon welche auf den Markt gebracht, so Hüllen mit Knöpfen, aber dass sich noch nicht so wirklich durchgesetzt hat, das wo ihr jetzt sagt, auch. Das hat jetzt einfach jeder mal. Das schockiert mich auch. Dabei wäre das so einfach. Du kannst auch ein Universal-Ding bauen mit einer Klemme, wo jedes iPhone reinpasst, was in den nächsten 5 Jahren rauskommt. Das gibt es ja. Das benutzt halt keiner. Es setzt sich halt nicht durch. Das ist total bedauerlich.
Tja, man, das ist eine ungewisse Zukunft der Videospiele. Und ja. Ja, also halten wir fest, wir wissen es nicht. Wir müssen also. Wir haben mal wieder keine Ahnung von nix. Genau, aber dafür können wir eine halbe Stunde drüber reden. Genau. Dann wollen wir unserem Namen mal wieder alle Ehre machen. Weil, ja, ich weiß auch nichts mehr. Nee. Dann, das war halt echt so ein richtiges Bäh. Fuck up heute mit dem Audio. Das hat mir, ich mach nochmal so ein bisschen Recap von vorhin, für alle, die es nicht interessiert. Die können ja abschalten. Interessantes kommt sonst nicht mehr. Aber wir haben ja, ich habe ja mein Behringer Mischpult, was per USB an meinem Mac angeschlossen ist, um halt einmal aufzunehmen. Und dann kommt das Einzige, was vom Mac zurückkommt, ist halt der Jingle, weil der halt als Extraspur in GarageBand drin liegt, um uns das nachher auch auf den Kopfhörer zu geben. Und es kam halt nichts. Und dann haben wir irgendwie das 3, 4, 5 Mal ausgemacht und dann ging es irgendwann, dann das USB-Kabel getauscht und ging es nicht und schon wieder gestartet die Aufnahme und dann ist es kurz nach dem Jingle wieder abgebrochen und ich weiß jetzt echt nicht, woran das liegen kann. Das muss ich morgen Abend herausfinden. Ja. Sonst haben wir nächste Woche ein Problem wieder. Ja. Denn ja. So ist es ja kein Zustand. Genau. Das war, hat uns jetzt hier heute 20 Minuten Verzögerung gebracht. War jetzt nicht schlimm, wir haben ja früh angefangen. Aber so richtig so 20 Minuten Schweiß quasi, warum es hier nicht funktioniert. Das war ein bisschen doof. Wir könnten die Folge USB-Fuck-Up nennen. Ja. Nehmen Fuck-Up nicht als Titel für die Folge. okay, dann lieber Chat, du hast jetzt eine Minute Zeit, uns einen besseren Titel vorzuschlagen. Ansonsten nehmen wir USB Fuck-Up. Genau, und wir verabschieden uns jetzt in diesem Sinne und warten auf den Chat, dann den Titel werdet ihr dann gleich vielleicht auch schon. Den Titel habt ihr schon längst gelesen. Arrivederci. Bis denn. Tschüss. Ciao. Dirty Minutes Left.